Hier sind verdammt viele Söldner. Alles klar. Also Räuber. Ja, Banditen. Mit Glasaugen. Oder halt blinde Banditen. Jawohl. Ei. Ei. Für das habe ich nicht genug Geld. Schon unterwegs. Für das hier hätte ich genug Geld, um an die Fische sofort zu gucken. Alles klar. Ja, warum nicht? Wie ihr wünscht. Alles klar. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Eine alte Hütte, die können wir gleich mal plündern. Und ja, da sehen wir auch schon grün. Alles klar. Jawohl. Wie ihr wünscht. Also ich würde sagen, hier auf der freien Fläche fange ich gleich schon mal mit Getreide an. Oh, oder auch nicht. Weil wir sind da zu nah an der Stadt. Dann fangen wir hier oben mit Getreide an. Wir haben ein Territorium eingenommen. Wo ist der Fisch? Da ist der Fisch. So, sobald wieder Holz da ist, sollte ich eine Räucherei errichten. Sofort. Wie ihr wünscht. Jawohl. Verstanden. Hier sollte ich aber rauskommen. Da kommt Holz für eine Räucherei. Jawohl. Auf euren Befehl. Habe ich jetzt die Hütte geplündert? Ja, ich glaube schon. Ja, ich habe hier eine Holzfällerhütte. Ja gut, hier gibt es zwei Wildvorkommen. Ei! Schon unterwegs! Sofort! Hier ist jede Menge Sumpflandschaft. Da sollten wir darauf aufpassen, dass Saraya nicht gerade dann dort sofort ist, wenn Regenzeit ist. Ei. Alles klar. Wie ihr wünscht. Verstanden. Alles klar. Okay, so wie es aussieht, komme ich nicht mal wirklich durch den Sumpf. Kann das sein? Sofort. Ei. Auf euren Komm Befehl. Nur in das Dorf hier. Wir waren erfolgreich. Willkommen. Wir wurden von Priestern Kanas aus unserer Heimat an diesen Ort verschleppt. Der Dorfälteste unserer Nachbarn aus Fareha schenkte uns neue Zuversicht, doch nun ist er verschwunden.
Bitte schickt einen Dieb zu Prapatsburg und sucht nach Anhaltspunkten über seinen Verbleib. Verstanden! Als Tochter des Moguls kann ich Tribut von Städten und Dörfern zum Wohle des Reichs einfordern. Auf euren Befehl! Okay, hier kommen wir nicht durch. Schon unterwegs! Verstanden! Hier sind jetzt unbekannt, okay. Schon unterwegs! Verstanden! Wie ihr wünscht! Mal gucken, was das nächste Dorf zu sagen hat. Unserem Dorfältesten. Er wurde von Karnas Priestern geholt und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Sofort! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Schon unterwegs! Wir sind treue Diener unseres Moguls, Prapat. Ihr seid fremd hier und wir trauen keinen Fremden. Solange niemand für euch bürgt, werden wir euch nicht empfangen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schon unterwegs. So. Also am Anfang müssen wir wohl Eisen aus den Nachbardörfern beziehen. Und Stein dann wohl kaufen. Alles klar. Und für einen Dieb brauchen wir Landvogt-Titel. Zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Ach so, ich kann da nicht durch. Okay. Wie ihr wünscht. Auf die andere Seite von dem Sumpfgebiet kann ich auch nicht. Ja. Kann mir aber hier meinen ersten Wildbestand holen. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ja, einmal kann ich den Steinbruch noch aufstocken. Also hier sieht es eigentlich so aus, als ob ich hoch könnte und darum weiter ab. Kann ich nicht. Ich kann auch hier nirgends. Verstanden. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Jawohl. Wir haben ein Territorium eingenommen. Gut, haben wir. So, Jagdhütte. Weizenproduktion ein bisschen erhöhen.
Verstanden! Yay, jetzt habe ich die Getreidefarm, Stufe 2. Jawohl! Und ja, die alte Hütte, die habe ich. Oh, Kühe. Hi. Jawohl! Schon unterwegs! Verstanden! Schon unterwegs! Ei! Sofort! Verstanden! Also zu dem Schiffswrack da oben komme ich leider nicht. Das ist einfach nur Zierde, schade. Die Regenzeit hat eingesetzt. So, das heißt zwei Monate lang kein Fisch. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Und eigentlich ist hier noch genug Platz für einen dritten Holzfäller. So. Auf euren Befehl! Auf euren Befehl! Verstanden! Alles klar! Okay, wie er es auch immer Saraya geschafft hat, sich da rein zu boxieren. Noch zwei Weizenfelder hätte ich gerne. Gut. Dann fangen wir jetzt an zu gerben. Eine Gerberei, bitte. Hier hin. So, da können wir die Straße so neu bauen. Wie ihr wünscht. Jawohl. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Können wir schon mal die Burg ausbauen währenddessen? Und dann einfach mal hoffen, dass der August vorbeigeht. Und wir Saraya befördern können.
So, Burg ist ausgebaut. So, dann bauen wir auch noch eine Metzgerei. Mal hier hin.